Hallo, wie ihr wisst, ich bin Alex vom YouTube-Kanal, warum Linux besser ist. In meinem letzten Video, da kannst du draufklicken, dann kommst du direkt hin, habe ich dir das Unboxing, das Anschließen und die Konfiguration des HP OfficeChat X451DW unter Ubuntu Linux gezeigt. Und genau an diesem Drucker zeige ich dir nun, wie man ein endlos Tintenversorgungssystem anschließen kann. Das bedeutet, du musst nicht mehr die teuren Tintenpatronen von HP kaufen, sondern kannst die Tinte in Flaschen kaufen und dann nachfüllen. Das ist um ein Vielfaches billiger, als die Tintenpatronen einzeln zu kaufen. Außerdem auch noch viel umweltfreundlicher, da du keinen Abfall mehr an Tintenpatronen hast, sondern nur noch die Flaschen. Wie man da vorgeht, wie man das macht und wie man das alles anschließt, das zeige ich dir in diesem Video. Ich bereite das kurz vor und bin gleich wieder zurück. Das ist der Ausdruck mit dem Drucker-Statusbericht. Den habe ich ausdrucken lassen, bevor ich den Umbau zum Endlos-Tintenversorgungssystem gestartet habe. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt wurden 3108 Seiten mit den originalen Tintenpatronen gedruckt. Dann öffne ich die Klappe und entnehme die schwarze Tintenpatrone. Diese hier. So, dann habe ich hier die Tintenpatrone und werde auf der rechten Seite hier ein Loch reinbohren. Und hier der Bohrer, das ist ein 4 mm Bohrer. Das habe ich getestet, das passt genau. Und hier etwas oberhalb, hier ungefähr, das passt, da bohre ich das Loch rein. Man muss eben aufpassen, damit keine oder möglichst wenig der Späne in die Patrone reinfallen. Daher ganz, ganz leicht drücken nur und ganz, ganz vorsichtig sein. Ihr seht, die Späne am Bohrer, die sollten möglichst nicht in die Patrone reinfallen. Ich übe da nur ganz, ganz leichten Druck aus, fast gar keinen. Denn wenn das durchbricht, dann sollte das nicht in die Patrone reinstoßen. Ihr seht, es gibt jede Menge Späne. Ich putze sie immer wieder weg, damit die ja auf keinen Fall in die Patrone später reinfallen. Auch im Bohrer vorne immer schön die Späne wegmachen. Und das war's, der Durchbruch. Nun ist die Patrone offen. Du siehst es hier, ein Loch ist drin. Dann siehst du hier, hat es Späne. Die ist nach außen wegdrückt, die mache ich mit einem großen Bohrer weg. Ich habe keinen Senker zur Hand, daher nehme ich einen schönen großen Bohrer. Das ist ein 10 mm Bohrer. So, dann sieht das Loch jetzt so aus. Dann auf den Schläuchen vorne sind die Gummitüllen drauf. Da ziehe ich mal die ab vom schwarzen Schlauch. Ich habe den genau zurückverfolgt, dass der auch sicher hier an den schwarzen Behälter geht. Das ist sehr, sehr wichtig. Das darfst du auf keinen Fall vertauschen. Sonst ist der Drucker am Arsch. So, und diese Tülle, die muss ich nun hier reindrücken. Schön vorsichtig. So, und dann in das Loch, in die Tülle, kommt der Schlauch vom schwarzen Tintenbehälter. Nicht vertauschen, ganz, ganz wichtig, vom schwarzen Tintenbehälter. Immer ein bisschen drehen, links, rechts, damit das schön sauber reinflutscht.
Also nicht mit Gewalt drücken, sondern immer schön hin und her drehen. Dann geht das schön sauber, locker rein. So. Drin ist es. Dann zur Sicherheit kontrolliere ich das nochmal nach. Hier, schwarze Patrone, der Schlauch. Wo geht der hin? Ganz genau nachverfolgen, wo der lang geht. Hier zum Tintentank. Das ist der hintere Schlauch. Und der geht zum schwarzen Tank. Das muss 100% stimmen. Wenn das nicht stimmt, dann kannst du den Drucker später wegwerfen. Der ist dann für immer kaputt. Denn die Farbe, die kriegst du nicht mehr raus. Dann habe ich hier meine Flasche 100 ml mit schwarzer Tinte. Und die fülle ich jetzt mal hier in den Tintentank rein. Aufschrauben. Hier oben den Verschluss runter machen. Hier haben wir noch einen, na, einfach durchstecken. So. Und aufziehen. Und hier reinspritzen. Nächste Ladung. Eine Spritze sind ja immer 10 ml. Ich habe hier extra ein weißes Blatt runtergelegt. Na, egal welche Farbe, aber einfach, falls irgendwelche Tinte runtertropft, damit nicht der ganze Drucker voll wird. Und man sieht es auch schon hier am Schlauch, die Tinte kommt langsam raus aus dem Schlauch und läuft schön langsam runter in die Patrone rein. Ja, die Tinte ist schon unten angekommen in der Patrone, man sieht es am schwarzen Schlauch, das heißt, die Tinte läuft bereits in die Patrone rein. Und immer mal wieder nachkontrollieren, damit das hier alles dicht ist und hier keine Tinte austritt. Nicht, dass aus Versehen hier das anfängt mit Tropfen, immer schön kontrollieren, damit das auch alles dicht ist. Und nun im Schnelldurchlauf das Auffüllen des Tanks. Dann zum Entlüften der Patrone, weil hier entsteht jetzt ein Druck, solltest du mit einer nicht spitzen Stange hier reindrücken. Ich habe hier eine Haarnadel, die ist nicht spitz, nicht so, also keine Nähnadel, das wäre nicht so geeignet. Dann drücke ich hier mal rein in das unterste Loch, dann kommt hier Luft raus. Ich höre schon, wie Luft rauskommt und ich sehe auch unten, wie die Tinte durch den Schlauch läuft. Und man sieht auch oben, wie die Tinte ganz langsam im Behälter abnimmt. Das heißt, wenn ich da reindrücke, damit die Luft aus der Patrone raus kann, nimmt hier oben die Tinte im Tank ganz, ganz langsam ab. Ich habe mir hier auf den Boden extra ein paar Blätter Papier gelegt, das siehst du im Video nicht, dass, falls das aus der Patrone raustropft, damit nicht der ganze Boden voll ist mit Tinte. Das dauert jetzt ein bisschen, bis die Tinte durchgelaufen ist, weil es eben ein dünner Schlauch ist. Und wenn du hier in die untere Öffnung mit der Haarnadel reindrückst, dann fühlst du einen Widerstand, da ist eine Feder dahinter. Die drückt immer da so eine Dichtung nach oben. Da solltest du leicht dagegen drücken, damit die Dichtung nicht kaputt geht, aber die Luft entweichen kann. Und du siehst es oben am schwarzen Tintentank. Die Tinte nimmt langsam ab, jetzt ungefähr noch ein Drittel Tinte drin. Da muss man aufpassen, nicht dass der leer wird und Luft ins System kommt. Das heißt, bevor die Tinte oben leer ist, muss man den Tintentank wieder nachfüllen. Dann, bevor der Tintentank oben ganz leer ist, öffne ich noch eine zweite Flasche mit Tinte und fülle das wieder auf. Da muss man eben jetzt aufpassen, nicht dass man drückt und die ganze Tinte läuft an der Patrone runter. Da muss man dann wirklich aufpassen, ab wann
Tinte aus der Öffnung rauskommt. Ja, jetzt scheint die Patrone voll zu sein. Am besten testest du die Patrone zuerst, indem du sie auf ein schönes, sauberes, weißes Blatt Papier legst. Da lässt du sie mal 10 oder 15 Minuten lang liegen. Dann kannst du überprüfen, ob die Patrone wirklich dicht ist und ob das nirgends an irgendeiner Öffnung rauskommt. Wenn alles dicht ist, kannst du sie einbauen. So, nach ungefähr 20 Minuten kann ich das Blatt überprüfen. Hier ist keine Tinte drauf, alles schön weiß. Hier an der Patrone sieht es aus, als ob alles dicht wäre. Jawohl, alles dicht. Dann baue ich die Patrone mal in den Drucker ein. Reinschieben und klack, rastet ein. Und natürlich oben immer schauen, dass der Tintentank nicht leer wird. Dann fülle ich den nochmal ein bisschen nach. Na, da ist nichts mehr drin. Die andere Flasche. Idealerweise das Loch, das du hier reinstichst, außermittig an der Seite reinstechen und dann das Loch, das es oben ist, so halten die Flasche, damit es nicht rausläuft. Dann kannst du hier schön die Spritze aufziehen, ohne dass sie Luft mit reinzieht. Dann schalte ich das Gerät mal ein. Den Schlauch, den kann man hier unten schön rausführen. Hier durch und dann kann man die Klappe schließen. Dann ist hier noch ein kleiner Spalt offen, aber ich denke mal, das stört nicht weiter. Wie du siehst, bewegen sich die Tintentanks hinter der Klappe. Daher ist es sehr wichtig, dass du die Schläuche hinter der Klappe nicht zu kurz hältst. Wenn ich hier jetzt klicke, Infos zu Tinte, Tintenfüllstände, okay. Und der schwarze Tintenfüllstand ist immer noch leer, oder nicht ganz leer, sage ich mal, zwei Drittel leer. Aber es ist immer noch Tinte drin, laut diesem Füllstand, also kann ich beruhigt weiterdrucken. Denn hier habe ich ja genügend Tinte im Vorratstank. Wenn auf dem Display des Druckers bei den anderen Tinten genau dieselbe Warnung angezeigt wird, dass sie bald leer sein werden, werde ich sie genauso mit den Tintentanks verbinden und die Schläuche anschließen. Ja, das war nun das Video zum Einbau eines CIS zu einem Continuous Ink Supply Systems, zu einem endlos Tintenversorgungssystems auf einem HP OfficeJet X451DW. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben unter dem Video freuen. Wenn es dir nicht gefallen hat, natürlich auch über einen Daumen nach unten. Und schreibst doch bitte auch in die Kommentare, was du gut fandest oder was du nicht so gut fandest und vor allem, was ich besser machen kann. Dann kann ich meine Videos dahingehend immer wieder verbessern. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du dich bei der Produktion dieser Videos beteiligen würdest. Und dafür habe ich dir einen Link eingeblendet. Und auch unter dem Video habe ich einen Link, auf den du klicken kannst. Da kommst du direkt zu meiner Patreon-Seite. Jeden Euro, den du zu diesem Projekt beisteuerst, freut mich wirklich riesig. Und das hilft auch ungemein weiter. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Danke und bis zum nächsten Mal.